Guten Tag. Vielen Dank für neue Abonnenten und vielen Dank für alles, was da geschrieben worden ist bei Facebook und bei YouTube und überall. Ich bedanke mich sehr für alles. Ich bin jeden Tag sehr dankbar, dass ich so viele Abonnenten schon habe bei YouTube und überall. LinkedIn und überall, wo ich da die Sachen poste, Instagram natürlich. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich bin sehr, sehr dankbar. Manchmal gucke ich diese großen Stars wie Shelley Bassey und so. Die haben, mein Gott, nur 1000. Stell es dir vor, die haben Lieder gesungen, ganzes Leben. Goldfinger, Diamonds are forever. Und die haben nur 1000 oder so Leute, die das sich angucken. Deswegen bin ich so stolz und so dankbar, selbst wenn ich fast nur 100 Abonnenten bei YouTube habe. Aber trotzdem, danke, danke, danke. Eigentlich heute ist wieder nicht mehr unser Freund, weil heute ist schon wieder Stier an der Reihe. Aber trotzdem muss ich noch sagen, meinen letzten Satz. Oft wollen wieder Menschen, vor allem Frauen, die Leute kommandieren und enden. Das ist halt so. Für manche ist das natürlich sehr erheitend, aber andere Menschen treibt das einfach zum Wahnsinn. Das ist interessant, wenn du mit Widerleuten redest und sie haben immer so einen leichten Einfluss auf dich und sie sagen, das würde ich nicht tolerieren, mir würde das nicht passieren, das würde ich so und so machen. Das gefällt natürlich ein paar Leuten und sie denken, ja, ab morgen muss ich wieder den Kampf anfangen und das alles verändern. Die hat recht, diese Widerfrau hat recht. Aber ich muss sagen, es ist besser, dagegen anzukämpfen, denn Widermenschen verstehen keine Gegenzüge und vor allem keinen seelischen Druck. Das ist nicht Skorpion. Deswegen ist es schon gut, da ein bisschen anzukämpfen und dir überlegen, woher kommt das alles, dass so eine Widerfrau dich versucht zu verändern und zu manipulieren. Das muss man sich wirklich überlegen, warum die Leute so reagieren. Denn manchmal ist das wirklich erstickend für dich und treibt dich zum Wahnsinn. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, dass so eine Widerfrau ist auf jeden Fall sehr edel und sie hat auf jeden Fall einen edlen Geist. Aber sie ist nicht als so eine Königin wie Löwefrau, die immer eine Königin spielt. Und sie ist nicht so eine Hetze wie Schützefrau. Das nicht. Die Widerfrau ist wirklich eine Widerfrau aus edlen Knochen und sie wird für dich kämpfen, sie wird dich lieben, sie wird sich für dich aufopfern, für dich arbeiten und glauben, dass du fähig bist, mit ihr auf dem Schlachtfeld zu stehen und dennoch bleibt sie eine stolze Frau. Das muss man wissen. Also Männer, die so zerbrechliches Ego haben, solche Weichlappen, ne, wie man so sagt, diese Männer sollen da wegbleiben von so einer Frau, denn Widerfrau ist zu stark für sie. Und sie brauchen, also diese Männer, auf jeden Fall ein anderes Zeichen. Aber eins ist klar, dass diesen Männern, die so weich sind und so zerbrechlich sind, entgeht sehr, sehr viel. Denn das ist eine sehr starke Frau, die immer auf dem Schlachtfeld mit dir stehen wird. Heute ist leider wieder zu Ende. Morgen geht es wieder anderes Thema. Es geht wieder um Stier. Aber für heute ist die Zeit um.